Stimmt, man sollte das vielleicht lieber mit den Joy-Cons spielen, ne? Ja, ich hoffe, das ist nicht zu laut für euch. War auch gerade am Überlegen, ob der Sound so blöd sein soll oder ob das irgendwie an mir liegt, aber jetzt scheint er besser zu sein, deswegen denke ich, dass es zum Spiel gehört. Der so komisch kriselig war, keine Ahnung. Ja, das ist Skyward Sword HD. Aber einen Moment. Ich weiß, super vorbereitet. Ich muss einmal kurz die Joy-Cons holen. Mir ist eingefallen, ich sollte das vielleicht lieber mit den Joy-Cons spielen. So sagte der Marvin nämlich zu mir. Mit den Joy-Cons spielen wäre gut. So, da sind wir auch schon. Und dann können wir auch direkt loslegen. Wie gesagt, wenn wir im Sound ist, bitte Bescheid geben. Na, ich kann das jetzt nicht wirklich beurteilen. Nach dem OBS sieht auch von der Lautstärke alles gut aus. Richte den Joy-Con auf den Bildschirm und drücke Y. Hast du den Eindruck, dass der Gyrosensor im Spiel nicht richtig funktioniert? Kannst du ihn zurücksetzen, indem du einen Joy-Con auf dem Bildschirm und Y drückst. Also so wie bei den 3D All-Stars, ne? Boah, das gibt ja echt schon richtige, wir bleiben natürlich beim Namen. Es gibt ja schon richtige, Wii-Vibes.
Weiß nicht, irgendwie klingt der Sound bei mir nicht so geil. Ich wünschte, ich wüsste, wie es bei euch ist. Irgendwie mal so ein bisschen, als würde so ganz leicht übersteuern oder so. Link, Zeit, deine Augen zu öffnen. Bald, sehr bald schon musst du deine große Bestimmung erfüllen. Die Zeit des Erwachens. Link. Link. Wow, da ist aus dem Bett gefallen. Kuckuck. Der einfach reinguckt. Danke. Du Schlafmütze, sicher liegst du noch in den Federn, wenn dich dieser Brief erreicht. Genau so ist es, oder? Guten Morgen, Link. Heute ist die Vogelreiterzeremonie, unsere Verabredung. Erinnerst du dich? Zelda. Nice, ein Date mit Zelda, direkt zu Beginn. Läuft. Ja, die Zeit des Erwachens. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass Skyward Sword halt, dass der erste Teil ist in der... Ne, chronologisch gesehen. Aber ich hoffe, bei euch hört sich das nicht so blöd an. Ich kann ja einmal kurz die Audio Engine neu starten. So, mal sehen, ob es jetzt besser wird. Weiß aber nicht, inwieweit Ganon es da schon als, ich sag mal, ja, als Verehrung, Dämon, was auch immer gibt. Ob das hier erst passiert oder ne, ob es halt wirklich so sehr der Beginn ist oder ob das nur die der Beginn von Link ist und Ganon ist praktisch schon ja, der Macht verfallen und als Dämon. Ja, das ist klar, ne? Haben wir auch so herausgefunden. Schauen wir mal bei Crew vorbei, das ist zu. Hier geht's woanders hin. Was ist mit dir? Heute ist der große Tag der Vogelreiterzeremonie. Ich wollte ja auch teilnehmen, aber ich habe die Qualifikation nicht geschafft. Deshalb bleibe ich hier und muss diese Fässer in den Speisesaal schleppen. Dabei wollte ich dich doch so gerne fliegen sehen. Tja, nichts zu machen. Streng dich an, ich drück dir fest die Daumen. Kein Problem, wird es auch alles auf YouTube geben. Einfach nachschauen. Da kannst du sie das dann in Ruhe ansehen. Hier. Schulzimmer. Ist das die Karte von uns? Nord. Statue der Göttin, Osten Wohnviertel, Dorfplatz und die Ritterschule. Was ist mit dir? So, Link, der große Tag der Vogelreiterzeremonie ist also endlich gekommen. Erinnere dich an meine praktischen Lektionen und den Unterricht von Meister Tutor und gib dein Bestes. Wo wir gerade davon sprechen, weißt du noch, dass du dich durch Drücken von Dings umsehen kannst? Ja, klar. Ja, alles gut.
Hier sieht man auch Sprinten. Bewege dich mit Hilfe von L, drücke ZL, um die Kamera neu auszurichten und nach vorne zu blicken. Halte B während des Laufs, um zu sprinten. Bewege den Joy-Con beim Sprinten ruckartig nach vorne, um eine Rollattacke auszuführen. Also bei mir hat das den Sound nicht gefixt. Ich hoffe bei euch. Das Messer Tüter und mich schon immer gern verwechselt. Ich, Otus mit den weißen Haaren, gebe den praktischen Unterricht. Meister Tüter hat dunkle Haare und unterrichtet die Theorie. Merkt ihr das bitte? Ja, ich gebe mein Bestes. Jetzt geht das aber noch nicht, ne? Sprinten geht schon. Okay. Aber der Angriff natürlich. Doch, doch, das Rollen geht auch schon. Okay. Okay, aber nur wenn man sprintet, so wie es aussieht. Ja, okay. Alles klar, hier war's das sonst. Sieht so aus. Sollen wir mal hochgehen? Link! Wenn du zum Dorfplatz willst, nimm den Ausgang hier unten. Die Tür oben ist noch abgeschlossen. Warum braucht denn unsere Küchendame heute so lange mit dem Aufschließen? Ich werde mal mit dir reden müssen. Macht das? Okay, also, wie man es kennt aus Zelda, gibt es hier nicht groß... Okay, so, also umsehen. So wie man es also kennt von Zelda, gibt es hier nicht groß viel was zu erkunden. So. Und... Ey, kann ich das nicht werfen? Ich würde das gern kaputt machen. Oh, was war das? Ah, okay. Lass uns das hiermit nochmal versuchen. Ah, nach oben und dann so zum... Alles klar. Sorry. Habe ich dich geweckt? Was machst du denn? Das räumst du schön wieder auf. Sorry. Ich bin nur ein bisschen am Testen hier, wie so die Steuerung funktioniert. Wo steckt nur dieser Gruß? Er sollte mir Fässer bringen, aber er will einfach nicht beikommen. Wo bleibt der nur? Ja, vielleicht sind die dem zu schwer? Wäre das eine Idee? Okay. Der Arme. Es sieht so aus, als würde dabei nichts Gutes bei rauskommen. Hier. Ich muss halt auch mal gucken, wie das ist, weil ja das doch schon Joy-Cons sind, die driften. Wie kann ich denn die Flugbahn verändern? Gar nicht. Ach so, warte. Ja, ich kann nur so zielen, aber nicht irgendwie flacher werfen oder so. So. Komm, wir helfen dem mal. Bin gespannt, was passiert, wenn uns die Ausdauer ausgeht. Ich hoffe, wir machen das Fass nicht kaputt. Oder ob wir davon zerquetscht werden. Ich will das jetzt mal austesten. Da hast du. Danke, Link. Das ist nett von dir. Eigentlich sollte das ja Gruß erledigen. Aber was soll's. Du hast ja heute einen wichtigen Tag vor dir. Und hast mir trotzdem geholfen. Vielen Dank. Ja, gerne. Soll ich dir das andere Ding auch noch bringen? Wie gesagt, ich denke, ich werde dann irgendwie mal gucken, wie das mit den Joy-Cons funktioniert. Ansonsten werde ich, ich habe hier noch ein paar andere hier rumliegen, werde ich die mal ausprobieren. Wir haben vier paar Joy-Cons, genau. Irgendein paar da, irgendwie werde ich da schon welche finden, die nicht so hart driften. So, das andere Fass kriegst du auch noch direkt auf die Birne. Gern geschehen. Oh, das war aber auch anstrengend. Ich hoffe, du hast noch genug Power für die Vogelreiter-Zeremonie. Die Toilette, okay. Erstmal ein Abseilen. Na? Brave Kinder waschen sich stets die Hände. Wer sagt, dass Link ein braves Kind ist? Sollen wir jetzt auch das Klo putzen, oder was? Naja. Aber ein nettes Gimmick hier. Okay, weiter.
Wir gehen dann mal zum Dorfplatz. Wolkenhort, so heißt also der Ort. Was haben wir hier? Vogelstatue. Ach, hier kann man. Ah, hier kann man dann immer speichern. Okay, machen wir direkt mal. Oh, hier rennt er sogar nochmal ein ganzes Stück schneller. Genau deswegen mache ich das. In Twilight Princess habe ich gemerkt, dass man am besten von Anfang an immer so viele Rubine wie möglich sammeln sollte. Ich muss mir das mal in der Aufnahme nachher anhören im VOD, ob das da auch so schrecklich klingt. Wenn ja, dann muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie fixen kann. Ah, das ist der andere, ne? Tutor, genau. Heute ist die Vogelreiterzeremonie. Wie fühlst du dich? Schon etwas erschöpft nach dem Fässertragen? Ich möchte etwas mit dir besprechen. Visiere mich an, dann können wir uns unterhalten. Okay. Genau, du kannst jemanden anvisieren und dann ganz leicht mit ihm sprechen. Wenn es niemanden zum Anvisieren gibt, kannst du diese tolle Technik aber auch einsetzen, um einfach wieder nach vorn zu blicken. Aber auf dieser Entfernung lässt es sich nicht gut reden, also komm doch hier hoch, ja? Da. Ja, easy, habe ich schon gesehen. Machen wir. Die Steuerung scheint bisher genauso zu sein wie bei Twilight Princess. Macht ja auch Sinn, ne? Kam ja praktisch direkt nacheinander raus. Einfach hochlaufen, ne? Keine Ahnung, warum der sich gerade nicht festgehalten hat. Ding macht er auch automatisch. Hallo Link, bist du auf dem Weg zum Üben für die Vogelreiterzeremonie? Ach, du bist verabredet. Hohoho, Zelda wartet schon. Oho. Wo du gerade hier bist, Mia, das Haustier von Zeldas Vater Gepora, unserem Direktor, ist weggelaufen. Ja, bei Twilight Princess ist ja auch direkt was weggelaufen, die Katze. Ist das hier auch eine Katze? Ach, was soll ich nur tun? Der Direktor und Zelda haben alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung der Zeremonie. Ich wollte Mia mit Futter anlocken, aber die Zeremonie beginnt bald und in dieser Kleidung kann ich ihr nicht hinterherklettern. Wärst du so gut? Natürlich. Ja, klar. Immer gerne. Ja, irgendwie kommen wir da schon hoch, kein Problem. Tutorial-mäßig hier machen wir das mal alles mit. Hier ist wieder eine Statue. Ob die in der freien Wildbahn, sag ich mal, auch so, Ausdauerfrucht. Okay, nice. Okay. Die in der freien Wildbahn nachher auch so nah beieinander stehen. Mal sehen. Wir können es bestimmt hier langhangeln. Genau. Nice, das hat super funktioniert. Also nochmal. Und daneben. Nice. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich einen guten Minus-Joy-Con finde für nächste Mal. Oder ob das nur meine eigene Blödheit ist. Will ich ja auch gar nicht. Will ich ja auch gar nicht bestreiten, dass es hier an mir liegt. Okay. Da können wir was schieben, ne? So, hallo. Ja, was bist du denn für ein süßes Vieh? Hallo. Oh, guck mal, wie sie sich freut. Oh, süßes Ding. Sollen wir das einfach behalten? Wir machen jetzt Folgendes.
Ja. Ich wollte schon sagen, war hier nicht gerade noch eine Tür? Kommen wir da gar nicht rein, ne? Schade, ich wollte es eigentlich, uns nach Hause bringen. Oh, das war vielleicht gar nicht so clever, ne? Ich sollte das ja zu ihm bringen, oder? Soll ich das zu ihm bringen? Soll ich das zu Zelda bringen? Gar nicht. Kann ich das Ding werfen? Ja, nice. nice. Schön. Miau. Ja, hast du. Nice. Ja, ich vermisse dich ja auch schon. Ja, was soll ich jetzt mit dem Ding machen? Wolltest du das haben? Ja, okay. Ja, sicher, heil. Hast nicht gesehen, wie heil ich sie, wie ganz vorsichtig ich sie da hochgeworfen habe? Ja, fütter sie mal. Sag dem Direktor Bescheid, dass wir sein Haus hier gefunden haben. Er müsste sich auf dem Platz vor dem Tempel befinden. Ja. So die eine oder andere Sache werde ich mit Sicherheit verschweigen, aber ja. Hey, da ist er auch dort. Beeil dich lieber. Ja, nice. Grenzt das schon an Schwarzarbeit? Das speichern wir lieber mal, damit ja kein Fortschritt verloren geht. So. Was bist du denn für einer, hä? Guten Morgen, Link. Hast du dich gut ausgeruht? Tja, ich schätze mal, du hast wegen der Vogelreiterzeremonie kein Auge zugekriegt, was? Wie, ich? Ich repariere diese Tür. Sie knarrt nämlich und heute ist auch der Tag der heiligen Zeremonie, oder? Bis dahin wollte ich sie fertig haben. Na, dann kann man nichts machen. Und du, hast du nach dem Aufstehen auch fleißig zur Göttin gebetet? Hätte ich das tun sollen? Wenn du dich dieser Statue zuwendest und betest, wird alles, was du bisher dann ja, hab ich. Statuen wie diese gibt es überall in Wolkenhort. Wenn du einen findest, solltest du deine Ehrerbietung mit einem kleinen Gebet erweisen. Verlass dich auf die Göttin. Mach ich. Die Göttin namens Speichermodul, ne? So. Mal schön mitnehmen. Ich weiß nicht, haben wir irgendwo ein Inventar oder so? Hier haben wir später unser Schwert und was anderes. Was haben wir hier? Unsere kleine Geldbörse. Hier so ein Schnellauswahlmenü für die Waffen und Werkzeuge wahrscheinlich. Okay, man kann Sachen finden, aber mehr nicht. Zielmittel, ja, lass mal an. Kamerasteuerung, ja. Bis jetzt passt das eigentlich alles ganz gut. Nirgendwo irgendwie auf mein. Oh, hier ist die Karte. Statue der Göttin, Ritterschule. Okay. Kann ich nirgendwo darauf zugreifen und sehen, wie viele ich habe oder was? Werden die immer sofort aktiviert? Dauerdinger? Macht ja gar keinen Sinn. Wird sie doch immer wieder von alleine auf, oder nicht? Naja, mal sehen. Guten Morgen, Link. Hat dich mein Wolkenvogel etwa aufgeweckt, Link? Unsere Verabredung. Hattest du sie vergessen? Nein, mein Wecker ist kaputt gegangen. Mitten in der Nacht, einfach so. Sieh doch, mein Kleid und dieses Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass schon die legendäre Göttin so eines spielte. Sein Klang ist unvergleichlich. Vater hat mir gesagt, dass man es Lyra nennt. Da hat er recht.
Und wie findest du mein Gewand? Den Schal dazu habe ich selbst gewebt. Schön steht dir, glaube ich, so viel wie ich hier sehe jedenfalls. Mit diesem Gewand und der Lyra verkörper ich die Göttin. Ich wollte, dass du mich so siehst, Link. Das steht mir doch, oder? Ja, sicher. Meinst du das ernst? Vielen Dank, Link. Zelda, bist du schon fertig mit den Vorbereitungen? Oh, Vater. Link ist ja auch schon da. Wunderbar. Selbst du, alter Langschläfer, hast es heute geschafft, pünktlich aufzustehen. Ja, und das ganz alleine. Falls du bei der Vogelreiterzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Also streng dich an. Wo wir vom Anstrengen reden. Hör mal, Vater. Link hat in letzter Zeit... Nun, er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Auch als er geflogen ist, hat er sich nicht wirklich angestrengt. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er ganz sicher verlieren. Und das will ich nicht. Ja, ja, mein Kind, ich weiß. Reg dich nicht so auf. Die Vogelreiterzeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Sicherlich ist Link nicht gerade der fleißigste Schüler. Ihr kennt euch bereits seit frühester Kindheit, also weißt auch du, Link und sein Wolkenvogel haben eine besondere Beziehung. Das so, ja? Jeder Bewohner des Wolkenhorts hat seinen eigenen Vogel. Es ist die Göttin selbst, die jedem von uns einen Schutzvogel zur Seite stellt, denn das ist die Aufgabe der Wolkenvögel. Jeder von uns trifft in jungen Jahren hier vor der Statue der Göttin mit seinem Vogel zusammen. Natürlich war das auch bei euch so. Der Wolkenvogel, der Link zur Seite gestellt wurde, ist besonders. Er ist kaminrot, so selten, dass wir seine Art für ausgestorben hielten. Link, du bist mit deinem Wolkenvogel schicksalhaft verbunden. Ja, da werde ich ja ganz rot. Erinnerst du dich, Liebes? Damals, gleich als Link und sein Wolkenvogel sich trafen, sie schwebten durch die Lüfte, als würden sie sich schon Ewigkeiten kennen, ganz ohne Übung, mühelos. Da träumt jemand. Ich weiß noch genau, wie eifersüchtig du damals warst. Die hört gar nicht zu. Es ist ja auch kein Wunder, dass man Link um seine Beziehung zu seinem Wolkenvogel beneidet. Die Menschen haben den Hang, all denen, die irgendwie besonders sind, mit Missgunst zu begegnen. Du nimmst das zu leicht, Vater. Du weißt doch, dass die Vogelreiterzeremonie auch eine Prüfung der Ritterschule ist. Wer sich bei der Vogelreiterzeremonie nicht richtig anstrengt, wird keine guten Noten erhalten. Da hat sie sich so gerade nochmal aus ihrem Tagtraum gerettet, ne? Und im schlimmsten Fall wird er kein Ritter werden. Ist ja schon gut, mein Kind. Jetzt reg dich nicht so auf. Immer wenn es um Link geht, bist du so... Oh. Link, komm schon, lass uns üben gehen. Zumindest ein wenig. Jetzt komm schon hierher. Was machst du denn? Alles klar, jetzt lernen wir zu fliegen oder was? Auf geht's, spring von der Plattform und ruf dein Wolkenvogel, so wie immer. Ja, ja, spring einfach. Die Zeremonie wird bald beginnen. Da musst du in Form sein. Wie? Was sagst du da? Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren? Sag doch sowas nicht. Du willst dich doch nur wieder drücken. Jetzt komm schon, du musst etwas üben, tu es für mich. Bis gleich. Link! Du musst unten drücken, um deinen Wolkenvogel zu rufen. Wie? Er kommt. Er kommt nicht? Und das war's dann mit Skyward Sword HD. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zelda rettet uns. Link, ich hab dich. Ein Glück.
Er ist bestimmt auch gerade busy, hat bestimmt auch verschlafen. Geht es euch gut? Ui. Es tut mir leid. Ich hätte dir nicht so viel zumuten dürfen. Geht es dir gut? Frage mich, was mit deinem Wolkenvogel los ist. Dass ein Wolkenvogel dem Ruf seines Herrn nicht folgt. Kannst du deinen Wolkenvogel noch immer nicht fühlen, Link? Die Vogelreiterzeremonie wird gleich beginnen. Was machen wir jetzt nur? Link, du hast also vorhin die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid. Alles gut. Ich muss mich nun erst einmal um meinen Vogel kümmern. Du solltest in der Zwischenzeit nach deinem Vogel suchen. Ich auch. Ist das ein Alarm oder ein Zeichen, dass die Zeremonie beginnt? Sorry. Kannst du bitte zu Tutor gehen und dich mit ihm beratschlagen? Ja, sicher. Irgendwie werde ich das schon hinauszögern. Pater, selbst wenn er zu Meister Tutor geht, wird er sich doch an den Schuldirektor wenden. Das bist du. Huch, stimmt. Da hast du recht. Du bist wahrlich meine Tochter. Wayne. Dann werde eben ich mit ihm reden. Link, sag doch bitte Tutor, dass er in mein Büro kommen soll. Ja, alles klar, ey. Alles gut bei dir, Vogellein? Ich komme, sobald sich mein Vogel ein wenig ausgeruht hat, Link. Frag doch mal die anderen, ob sie nicht etwas über deinen Wolkenvogel wissen. Ob du es glaubst oder nicht, aber der erholt sich auch ohne dich. Ja, was willst du reden? Wir sollten Meister Tüter von dieser Sache berichten, Link. Sag ihm, dass er in mein Zimmer kommen soll. Außerdem solltest du vielleicht die anderen Schüler nach deinem Wolkenvogel fragen. Sie dürften alle auf dem Dorfplatz sein. Der mit X markierte Ort im Süden des Wolkenhorts ist der Dorfplatz. Dort findet heute die Vogelreiterzeremonie statt. Alles klar. Ja, habe ich schon herausgefunden. Alles klar. Ja, ich weiß doch. Kann ich hier gucken, bla bla bla. Wir laufen jetzt einfach mal. So, ich hoffe, der hat gleich das Ding fertig. Damit wir da rüberkommen, aber wir müssen ja erstmal zu Tutor. Und man sollte es auf jeden Fall nicht komplett die Ausdauer runterlassen. Ausgehen lassen, leer gehen lassen. Link erschöpfen. Was ist los, Link? Du siehst nicht gut aus. Was? Der Wolkenvogel ist verschwunden. Das ist schlimm. Aber du weißt ungefähr, wo er ist. Du weißt es nicht, wo er ist. Du willst ihn jetzt suchen gehen. Aber die Zeremonie beginnt doch gleich. Scheiße, Hilfe. Andererseits, ohne Vogel wärst du bei der Zeremonie sozusagen vogelfrei. Ha! What a joke. Verzeihung. Der Direktor ruft also nach mir. Nun gut, ich bin dir ja schließlich noch einen Gefallen schuldig. Mach dir kein... Wenn der Direktor nach dir ruft, dann gehst du nicht nur zu ihm hin, weil du mir einen Gefallen schuldig bist, okay? Mach dir keine Sorgen um die Zeremonie und finde erst einmal deinen Wolkenvogel. Da ich mich würde mich jetzt mal interessieren. Ah! Das meinte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur die Ausdauerfrucht einsammeln und gucken, ob die Ausdauer wieder direkt aufgefüllt. Naja. Sei vorsichtig. Zum Glück sind wir Ritter stets wachsam. Nochmal ausprobieren. Sollen wir? Ja, okay, alles klar, diesmal hat's geklappt. Was ist los? Du siehst etwas mitgenommen aus. Dein Wolkenvogel ist verschwunden. Also, ich habe ihn gesehen. Als er vor Bardo und den beiden anderen Rabauken geflohen ist. Was? Nun, ich kann dir leider auch nicht sagen, wo er gerade ist. Du willst mich noch etwas fragen? Worüber soll ich dir Auskunft geben? Ja, was ist mit diesem Bardo los?
Bardo wollte sich den Platz ansehen, auf dem die Vogelreiterzeremonie stattfinden soll. Dann ist er wohl Richtung Platz. Der direkte Weg wäre ja normalerweise hier entlang. Jetzt müsstest du das Tor unten nehmen. Ich bin hier noch nicht fertig. Machst dir was aus. Nee, macht's mir nicht. Aber tut mir leid, ja. So eine knarzende Tür kann man auch nicht nutzen. Hallo, und du bist? Eigentlich ist das Aufschließen der Tür nicht meine Aufgabe. Und trotzdem habe ich mich überreden lassen. Was ist mit dir, Link? Du siehst unruhig aus. Das kann doch nicht sein. Ein Wolkenvogel ist verschwunden? Tut mir leid, ich war bis eben in der Schule. Ich habe nichts mitbekommen. Ja, alles klar. Hier kommen wir nur wieder in die Schule rein, oder was? Sind wir jetzt in der oberen Etage? Sieht so aus, ne? Ja. Gucken. Badezimmer haben sie ja auch. Schön, da sollen wir ein Bad nehmen. War schweißtreibend vorhin die Fässer und so. Oh, können wir uns hier irgendwo hinsetzen? Oder hinlegen? Sieht nicht so aus. Naja, immerhin haben wir die Beine ein bisschen erfrischt. Ist ja immerhin etwas. Zeldas Zimmer. Oh, 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 oh. Link. Vorsicht. Das Zimmer der Meister. Alles, alle zu. Warum schießen die alle die Türen ab? Trauen die uns nicht? Naja. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Das hast du mal vom Direktor. Wollte der sich hier nicht mit dem Tutor treffen? Naja. Egal. Ja, wenn ich jetzt unten rausgehe, dann muss ich nur wieder hochklettern, um hier hinzukommen. Deswegen, sag ich mal, laufen wir so einfach. Oder müssen wir eh runter? Ach, da müssen wir lang. Okay. Aber wir können ja einmal kurz speichern. Ich weiß halt nicht, wie oft das Spiel speichert. Ich meine, als wir gerade ins Haus gegangen sind, stand unten, ein Spiel wird gespeichert. Ist auch bei Twilight Princess so, ne? Immer wenn man so eine Videosequenz hat, so eine kurze, wird gespeichert. Ah, clever. Warte mal, Link. Tust du mir einen Gefallen? Der Baum da, kannst du auf ihn zuspringen und eine Rollattacke machen? Renne auf den Baum zu, rolle und rums. Bitte mach's. Bitte, bitte, bitte. Ja, ja, mach ich schon. Oh, ein Käfer. Gut gemacht, da ist er, mein Wolkenhirschkäfer. Halt. Ja, ja, fang nur mal. Vorsicht, da kommen wir jetzt erstmal so nicht hin, ne? Würde ich vermuten. Werden wir nicht schaffen. Da unten ist noch was. Hier kriegen wir nix. Was haben wir hier? Können wir auch nichts mitmachen. Okay, lass mal gucken, wo wir jetzt lang gehen. Das geht alles zum Dorfplatz, so wie es aussieht. Da. Lass uns erstmal hier umschauen. Ah, Kürbisse, wie man es kennt. Immer was Gutes drin. Okay, vielleicht auch nicht immer. So, zack. Ja, nimm mit. Auch schon ein richtiger Witchboy. Hier kommen wir nicht rein. Oh, da bist du ja schon wieder. Komm, wir gehen mal darüber. Können wir schwimmen?
I don't know. Ich will es gerade mal lieber nicht ausprobieren. Was bist du? Statue der Wolken. Was denn? Was? Ist das, hat hier was mit der Prüfung zu tun gleich? So aus, ne? Hallo Link, das ist mein Haus. Heute gehe ich wieder spielen, aber ich sag dir nicht mit wem. Das wird lustig. Ja. Das glaube ich dir. Okay, irgendwie kommt man da aber rein. So nicht, okay. Dann lass mal gucken. Du wohnst da doch bestimmt nicht alleine. Nee, hallo. Hallo Link, hast du denn zufällig meine kleine Cookie gesehen? Sie läuft ständig wie wild herum, da komme ich nicht hinterher. Ich hoffe jedes Mal, dass sie bloß wohlbehalten wieder zurückkommt. Was schon. Irgendwas zum kaputt machen hier? Nee? Schade. Das ist jetzt wahrscheinlich der gleiche Weg, wie wenn wir da oben weitergelaufen wären. Ja, fast. Nee, nicht ganz. Und du bist? Oh, Link, hallo. Der Wind heute ist günstig. Was für ein Tag für die Zeremonie. Wer wohl gewinnen wird? Also, ich tippe ja auf Bardo. Der Sieger erhält von der Vertreterin der Göttin ein Geschenk. Ach, wie romantisch. Ja, kann man so sagen. Wo laufen wir jetzt hin? Okay. Zum Bazar, so wie es aussieht. Kommen wir aber nicht rein. Ja, und hier ist dann jetzt tatsächlich da, wo wir vorhin runterkamen, ne? Was ist denn hier? Ach! Herz, okay. Brauchen wir noch nicht. Okay. Das ist wahrscheinlich auch nichts für jetzt. Okay, wen haben wir hier? Bist du Bardo? Nee, du bist. Ich würde sagen, der ist zu alt, oder? Oh, du bist es, Link. Heute ist es endlich soweit. Freust du dich schon auf die Vogelreiterzeremonie? Wenn du gewinnst, kannst du in die Oberstufe aufsteigen. Hier im Wolkenhort gilt man erst als Erwachsen, wenn man das Reiten auf einem Wolkenvogel beherrscht. Ihr Jungspunde, die ihr Ritter werden wollt, müsst natürlich noch viel mehr beherrschen als das. Aber auch wir unterziehen uns stets verschiedenen Übungen und lernen so auf den Wolkenvögeln zu reiten. Weil wir werden Ritter. Du solltest besser nicht in andere Schränke stöbern. Jedenfalls nicht, wenn sie dabei sind. Okay. Ist das jetzt der Dorfplatz? Ja, ne? Sieht so aus. Ah, das wird Bardo sein, ne? Das war ganz schön hart, Bardo. Der hat sich gewehrt wie noch. Weiß nicht wieso. Aber jetzt mal abgesehen davon, was er gerade über unseren Wolkenvogel gesagt hat, kann ich ihn schon vom Aussehen nicht her nicht leiden. Aber dort, wo er jetzt ist, kommt er so schnell nicht wieder raus. Hey, Link, stehst du schon lange hier? Lang genug, würde ich sagen. Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelreiterzeremonie. Du willst mich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Machst dir wohl schon in die Hosen. Du willst wohl gemeinsam mit Zelda die Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen, was? Na, habe ich recht? Aber es wird nichts, Zelda gehört mir. Da bist du bei mir in der falschen... An den falschen geraten, Bürschchen. Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden. Was sagst du da? Ein rotes Flughühnchen lässt sich nicht blicken. Was da wohl passiert ist?
Vielleicht hat es sich ja verflogen. Blöde Flieh. Hi Kitty. Willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Mann, ist der hässlich. Ja, und der hat unseren Wolkenvogel irgendwo eingesperrt, wo er nicht rauskommt. Deine Frisur. Lass meine Haare aus dem Spiel. Ich habe die tollste Frisur im ganzen Wolkenhort. Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda immer nur für dich interessiert. Da werde ich ganz eifersüchtig. Jeden Tag habt ihr euch getroffen, während unser eins darauf gewartet hat, einen Blick von ihr zu erhaschen. Du hältst dich wohl für etwas ganz Besonderes, was? Glaubst du wohl, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten, hä? Mit deiner Arroganz ziehst du den Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Wer zieht hier was in den Dreck? Ich wollte gerade sagen, wer ist hier denn arrogant, hä? Zelda? Ich, also, jetzt gibt's Prügel. Bardo, hast du es etwa schon wieder auf Link abgesehen? Hier sind doch alle Schulkameraden. Wie kommt es, dass du immer Link niedermachst? Bist du eifersüchtig? Was ist los? Raus damit! Also, ich... Ach, vergiss es. Das war jetzt hart weird. Also dann, Link. Wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht noch sitzen. Falls ein rotes Hühnchen auf, dass du so stolz bist, nicht doch noch wieder auftaucht. Wir haben also die Shiny-Version, ja? Schön. Diese drei Kerle. Vielleicht wissen sie, wo dein Wolkenvogel steckt. Ja, natürlich, die haben es irgendwo eingesperrt. Aber selbst wenn, sie würden es uns nicht sagen. Uns bleibt nur selbst nach ihm zu suchen. Link, ich werde dir helfen und von der Luft aus nach deinem Vogel suchen. Das klingt nett. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Tutor. Sie werden die Vogelreiterzeremonie wohl verschieben. Also keine Sorge. Ja, dann würde ich sagen...